So, liebe Landsleute, liebe Gäste, ein paar nette Worte haben wir gehört von unserem Vorstand, aber jetzt wird's ernst. Unsere Trachterbahnen sind aufmarschiert, die haben sie alle gesehen, die haben sie alle begrüßt. Es ist wieder ein netter Anblick, unser Ortsdorf in unserer Tracht zu sehen. Aber das Schönste ist heute den Strauß, unser Vorstrauß. Er ist jetzt zum zweiten Mal in Nürnberg in der Meistersingerhalle. Ich meine, jeder ist noch ein bisschen interessiert an unserem Strauß und ich möchte euch bitten, wenn er vielleicht 5 Minuten Geduld hätte und ein bisschen zu mir schaut, nicht weil ich das bin, ja, aber ein bisschen ruhig soll man schon sein und ein bisschen zuhören. Ist das möglich, liebe Leute? So. Also, liebe Landsleute, liebe Gäste, seid gerne gesehen bei unserem Fest. Ein alter Brauch, er kommt nicht aus. Das ist unser Heimatfest. Und der Strauß. Früher war es die Kirchweih, das schönste Fest im ganzen Jahr. Die Musik und die Freude, auch nichts muss ich, ja, die Musik, die klingt später. Es ist bloß Erinnerung, die Musik und die Freude, die klingen noch immer uns angenehm im Ohr. Kuchen, Wein und der beste Schmaus, der Baum, der Strauß. Das klingt noch immer in unserem Ohr. Und das Fass vom Ahnländer und uns zum Kirchweih und es zum Kirchweih-Inventar bekennen. Aber jetzt darf die Musik spielen. Musik zum Stickel! Jawohl. Fertig. Begrüßen will ich euch recht schön noch einmal, bevor dass wir uns im Kreis dann drehen. Da habe ich unser Strauß. Ein Rosmarin mit schönem Band. Der Strauß mit Bänner, rot, weiß und blau, der macht uns alle richtig froh. Jawohl, bei Musik! Schöner Strauß, der bringt der beste Geruch ins Haus. Mir tut es ja jetzt schon leid, wenn ich denke, dass noch eins vor euch verkriegt als Geschenk. Du Buber, mach dein Mädel ein große Freude, weil nachher tut es euch bestimmt nicht leid. Muss ich noch einmal. Many words. Ja, da 160. Zweite Mal und zum dritten Mal. Also es war schon eine richtige Konkurrenz da, aber ich meine, wir haben es verdient, ja. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch an die Katja und den Mats.